Hallo und willkommen zurück zu The Last Stand Union City Let's Play. Und so, ganz am Ende der letzten Folge haben wir gerade das Geräusch gehört, dass die Zombie-Meute auf uns aufmerksam geworden ist. Und wow, wir haben gerade 3500 Erfahrungspunkte gemacht, weil wir so viele unaware Enemies getötet haben. Aber jetzt geht es erstmal darum, hier zu überleben, während ungefähr gefühlte 10 Milliarden Zombies auf uns zulaufen. Haben wir nur Burst Shot? Was auch immer. Zumindest haben wir eine Fernkampfwaffe, die halbwegs funktioniert. Dank unseres großartigen Fernkampfautomatikwaffen-Skills. Und hier liegt Benzin rum, alles Mögliche. So. Nachdem hier, eieiei, der ganze herumwandernde Kladderadatsch erledigt ist, schauen wir endlich rein in Union Security, in das Safe House, in dem wir Tyrael finden, nicht Tyrael, Tyrael. Aber erstmal leveln wir ab, so wie es aussieht. Vielleicht noch ein bisschen mehr an Stärke oder an Präzision. Das erhöht zumindest hier unsere Werte, unsere Precision Skills. Ich weiß nicht, ob das wirklich alles ist, dass wir hier nur diese 4 Punkte bekommen. Weil dann gehe ich ganz ehrlich noch einmal mit der Stärke, damit wir mehr schleppen können. Aber vor allem auch mit der Automatikwaffe. Launchers, können wir etwa Minen oder sowas benutzen? Ich habe keine Ahnung. Wir erhöhen die Automatikwaffen, vielleicht noch ein bisschen die Smarts und die Searching Skills. Und damit bin ich absolut einverstanden, jawohl. Bevor wir mit Tyrael reden, gehen wir erstmal hier rein. Wir sind ja im Safe House, hier sollte eigentlich alles sicher sein. Und wir finden offenbar eine Menge Zeug. Businessman. Schick, schick. Police Baton. Jede Menge Müll. Und noch ein paar Schränke. Scrap Paper. Und ein Magazin. Irgendwo darunter war jetzt so ein Buch. Businessman. 5 zu Smarts. Das ist natürlich witzig, weil der Smart Skill auch sich auswirkt darauf, wie gut die Bücher funktionieren. Du hast Waffen. Super. Du könntest uns helfen. Geh die Treppe hoch und rede mit Stevens. Er gibt dir weitere Instruktionen. He'll fill you in. Ist mir gar nicht bekannt, diese Redewendung. Night Watchman. Hatten wir sowas nicht schon mal? Ich bin mal gespannt, ob sich das schon ausgewirkt hat. Immer noch 5 zu Security. Okay. Nämlich unser Smart Skill. Würde mich interessieren, ab wann wir dann noch mehr bekommen. Mehr als plus 5. Aufgrund, also bei den Büchern meine ich. Mehr Munition. Ist nie verkehrt. Better Up, ein weiteres Buch. Und ein bisschen Kleidung. 5 zu Blunt Weapons. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, vor allem weil wir das Achievement Bücherwurm dann bald freischalten. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie viel das bringt. Bookworm. Wo steht es? Da. Bringt uns immerhin 1200 Erfahrungspunkte. Da sollte man sich auch nicht drüber beschweren. Hier ist wieder nichts drin. Hier ist unser eigenes Storage. Und dort ist Keith. Dieser Bastard Richard hat uns hier zum Sterben allein gelassen. Left us for dead. Ich werde ihm sein Genick brechen, wenn ich hier jemals rauskomme. Das schwöre ich bei Gott. Und dort ist Todd. Wir sind hier richtig in Problemen. Wir haben hier richtig Probleme. Du musst wissen, Richard, einer unserer neuen Mitarbeiter, ist verloren gegangen und hat einige unserer Waffen mitgenommen. Er ist Richtung Uptown abgehauen und ich habe keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Der Punkt ist, er hat den Schlüssel zum Waffenraum und ohne ihn sind wir verteidigungslos. Kannst du ihn zurückholen? Dafür gibst du mir 250 Erfahrungspunkte. Dafür, dass ich dein Leben rette. Ist ja richtig großzügig von dir. Ah, da liegt auch ein Bett. Das ist natürlich gut, weil normalerweise bräuchten wir ja auch Schlaf. Was auch immer. Machen wir einfach mal weiter und suchen Richards. Vermutlich irgendwo ganz weit rechts. Eventuell auf dem nächsten Gebiet, Uptown. Gucken wir mal. Erstmal geht's hier in die Next Area. Eventuell ist Uptown aber auf einem anderen Kartengebiet. Das könnte sein. Earl or Burger. Also sozusagen der Magus für Untote. Bin mal gespannt, was wir hier so finden. Da ist die Kasse, das gibt uns zumindest den Schlüssel zum Ladies Room. Ja, was man halt so in Kassen versteckt hält. Das Wichtigste, was einem nie verloren gehen darf, ist ja verständlich.
Ich bin nur mal gespannt, was wir dann da drin finden, wenn wir dafür extra einen Schlüssel finden müssen. Gehen wir erstmal in die Herrentoilette und erledigen diese netten Herren hier. Da ist aber nichts mehr versteckt. Ja, und dann schauen wir mal rein im Ladies Room. Ladies Room. Hallöchen, Ladies. Oh, du bist schon tot, aber mit dir kann ich nicht reden. Hier ist aber ein Hinweis. Liebling, Sie haben das Geschäft geschlossen und mich mit hier eingeschlossen. Es sind schon Tage und alles, was ich höre, sind Schreie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich niemand retten kommt. Ich schätze, das ist mein Abschied. Hier ist noch eine Tasche mit jeder Menge Geld. Sonst ist hier aber nichts. Nö, aber das Geld ist natürlich hilfreich. Vor allem natürlich, um diese arme, gequälte Seele zu rächen. Denn je mehr Geld, desto mehr Waffen. Bei den verrückten Waffenhändlern, die hier während der Zombie-Apokalypse nur auf Profit aus sind. Was haben wir hier drin? Paper Supply und Co. Also eventuell finden wir hier auch mal den ganzen Müll, den wir brauchen, um uns unseren Gegenstand herstellen zu lassen. Mit ein bisschen Glück, wie gesagt. Mit unserem hübschen Burst. Oh Gott. Retten wir jetzt erstmal unseren Kameraden. Oh Gott, und das werden schon richtig, richtig, richtig viele Zombies hier. Als Gegner bei diesen ganzen Überfällen. Ach du Scheiße. Das müssten wir gerade so schaffen. Okay. Schmerzmittel, jede Menge. Leckerfutter. Und erstmal unseren Kameraden gerettet. Wahnsinn. Was hier alles abgeht. Wir haben 40 glückliche Funde gemacht. Also offenbar... Was ist ein glücklicher Fund? Etwas, wo hier ein Sternchen liegt? Oder etwas, wo überhaupt was Nützliches drin ist? Ich habe keine Ahnung. Hier geht's die Treppe runter. Da gucke ich gleich mal rein. Erstmal hier rechts. Wir sollen Richards finden. Den werden wir wahrscheinlich nicht hier finden. Hier finden wir irgendwelche Magazine. Und auf dieser rechten Seite ein paar weitere Freunde, die unsere Axt bedürfen. 10 Infected töten, bevor sie sich erheben. Das ist also nochmal ein anderes Achievement. Und hier gibt es nochmal Bandagen im Erste-Hilfe-Kasten. Was haben wir denn hier drin versteckt? Eine lustige Pistole. Pistolenmunition haben wir jetzt auf jeden Fall schon so viel, dass wir tatsächlich mit der Pistole arbeiten könnten. Wenn wir das wollten. Nochmal eine Brechstange. Diese ist ja wirklich nicht so gut, das haben wir ja erlebt. Die Feueraxt ist da wesentlich effizienter. Chips! Eben eine typisch amerikanische Kleinstadt. Nein, wir wollen ja keine Vorurteile aufrollen. Stattdessen gucken wir hier erstmal links weiter. Da war so eine Treppe runter. Und ich bin sehr gespannt, was wir da finden werden. Ich vergesse auch die ganze Zeit, hier unten dieser rote Balken ist ja unser Erfahrungsbalken. Da kann ich ja sehen, wie viel wir noch brauchen zum Level Up. Und ich kann, während ich die Feinde töte, ihn ständig steigen sehen. Eine Gasmaske. Ganz ehrlich, die werde ich sogar mal mitnehmen. Vielleicht bringt die uns irgendwo was. Better Up, noch mehr für Blunt Weapons. Das ist nicht unser Waffentyp. Wir haben Blade Weapons. Aber was soll's. Bücher sind immer gut, vor allem für das Bookworm Achievement. Munition. Ja, alles in allem ein netter Lagerraum. Dann werde ich mir auch gleich mal dieses Buch hier zu Gemüte führen. Da ist es Better Up. 15 Blunt Weapons, einfach nur her damit. Und raus aus dem Haus. Jede Menge Zombies auf den Straßen. Ich frage mich, wann wird diese Map zu Ende sein? Wahrscheinlich hat die kein weiteres Gebiet mehr. Wahrscheinlich komme ich gleich raus und darf dann ab nach Dingelskirchenstadt. Ich habe vergessen, wie das Gebiet heißt, wo wir dann hinkommen. Bag of Bolts. Wo finden wir denn mal unser Blackboard? Nein, nicht Blackboard. Wie heißt's? Was müssen wir finden? Something spiky. Eigentlich sollen wir finden ein Broken Board und mehr Nägel. Entweder übersehe ich das die ganze Zeit oder ich finde wirklich kaum noch Zeug. Hier können wir was öffnen. Oh. Damn it. Der Weg nach Uptown ist blockiert und es sieht so aus, als müssten wir durch die U-Bahn. Das ist natürlich interessant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ich habe das Gefühl, also das Spiel erinnert mich gerade ein bisschen an Fallout 3. Und weil ich mich da auch an eine kurze U-Bahn-Sequenz erinnere oder so eine kurze Untergrundsequenz. Ich war da nicht lange im Untergrund, aber ich habe da mal kurz vorbeigeschaut. Und einfach, dass dieses Spiel hier sowas bietet, dass wir plötzlich durch den Untergrund gehen müssen. Sieht so aus, als hätte Richard es nicht geschafft. Da ist aber der Schlüssel.
Und wir können jetzt zumindest den Waffenraum öffnen. Damit hätten wir unseren Freunden einen großen Gefallen getan. Upp, 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 upp. Uiuiuiui. Jede Menge. Oje, 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 oje. Oh mein Gott. Lad die Waffe nach, Junge. Und jetzt schieß gefälligst. Und verfehl nicht die ganze Zeit. Oh, oh. Hier ist richtig Chaos. Wir haben gelbe Misses. Also quasi Critical Miss. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh je, oh je. Unserem Freund geht's nicht gut. Er ist schon rot. Wenn das irgendwas aussagt. Vielleicht heißt er doch nur, er liegt am Boden. Wir haben Level 11 erreicht. 2000 Infektete ist ein großes Ziel. Aber wir haben zumindest 500 getötet. Und... ach, meine Güte. Einen weiteren großen Zombie-Angriff abgewehrt. Jetzt werde ich erstmal das Level-Up durchführen. Und nochmal auf Endurance gehen. Maximum Health erhöhen ist bestimmt nicht verkehrt. Wieder ein bisschen die Automatikwaffen erhöhen. Smarts mal auf 60 bringen. Vielleicht kriegen wir jetzt mehr von den Büchern. Searching Skill erhöhen. Mehr Nützliches zu finden ist mir dann doch lieber, als diese Quests zu erledigen. Falls das wirklich das eine das andere ausschließt so ein bisschen. Und wir gehen nochmal raus nach oben. In der Hoffnung, unseren Freunden hier jetzt helfen zu können mit unserem... Was ist denn los? Alles ist gut. Junge! Paper Supply. Nein, das war nicht, was wir wollen. Wir wollen ins Safe House, jetzt erinnere ich mich. Und dort hoffentlich an den Waffenschrank mal ran. Nur mal einen kurzen Blick reinwerfen. Nicht mehr. Keine Sorge. So. Safe House. Ach, das war sogar im vorherigen Gebiet. Die Liste der Zombies, die wir töten, während sie noch nicht auf uns aufmerksam geworden ist, müsste doch langsam riesig sein. Ich merke das die ganze Zeit, seitdem ich bewusst drauf achte. Und irgendwie passt auch kein Name. Der hat doch gesagt, wir sollen mit Steven reden. Ich habe hier oben entweder meine Lesekünste verloren oder hier ist kein Steven, hier ist Todd. Vielen Dank für deine Hilfe, Stranger. Was sagt man dazu? Unbekannter. Nimm dir, was du brauchst. Aus dem Cage. Waffenkäfig. Von mir aus. Was haben wir denn hier? Die Waffe. Oh, wow, wow. Das sieht aber cool aus. Pistole. Munition. Erstmal nehmen wir die ganze Munition. Die wiegt nämlich nichts. MP5. Die nehme ich mal mit. Hunter Compact Scope. Im Grunde brauchen wir den ganzen Rest nicht. Der wiegt halt nur eine Menge. Was wir brauchen, ist ungefähr sowas. Die MP5 zum Beispiel, die macht ein bisschen weniger Schaden, ist wesentlich ungenauer, hat wesentlich weniger Rückschlag, ist aber ein bisschen leiser. Moment, hat die einen anderen Waffentyp? Das wäre natürlich cool. 9mm, das wäre ein Argument. Weil für die haben wir ungefähr 900 Schuss. Kann auch sein, dass sie mehr Schüsse im Magazin hat. Kann das sein? Es steht nicht in der Statistik, aber ich bin mir da ziemlich sicher gerade, dass wir da mehr Schüsse zur Verfügung haben. Und aus dem Grund entscheide ich mich mal für meine hübsche MP5 hier. Und dann machen wir uns auf, zurück zur U-Bahn, um Richtung Newtown, Newport, Newville, also ins nächste Gebiet zu kommen, wie auch immer das nochmal heißt. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich kann ihn aber mal nachschlagen. Stadium, travel through Newtown. Nach Newtown. Und weiterhin lasse ich mal das hier angezeigt, damit ich sehe, ob ich hier nicht doch so einen hübschen Gegenstand finde. Meine Güte! Wie kann man denn von 10 Schüssen irgendwie 9 daneben schießen? Ich bleibe bei meiner Nahkampfwaffe, bis ich auf Skill 100 bin, wenn es sein muss. Aber diese Fernkampfwaffen verbrauchen Munition wie blöde und treffen einfach viel zu wenig, um die Zombies in effizienter Zeit töten zu können. Zumindest habe ich da gerade den Eindruck. So, und wenn unser Kumpel hier langsam wieder aufholt, dann kämpfen wir uns auch mal vor hier bis zur... Hier ist die Grenze? Jawohl. Oh, der lebt doch noch. Hat er eben nicht der Kopf gewackelt? Was auch immer. Bis zur U-Bahn, wollte ich sagen. Die wir damit wohl erreicht hätten. Ah, da kriegt noch jemand rum. Euch weg und euch weg. Und hier durch die U-Bahn. Wie lang wird die sein? 2-3 Waggons wahrscheinlich nur. Oh, aber natürlich bekommen wir noch eine riesige Zombie-Welle. Ich nehme jetzt tatsächlich mal die MP. Ja, jetzt zeigt die sich. So muss das laufen. Bei richtig vielen Gegnern scheint sie extrem nützlich zu sein. Das läuft hier gerade wie am Schnürchen mit der Automatikwaffe.
50 Headshot-Kills haben wir schon, nein, also wir sind auf dem besten Weg. Fällt mir ein, in den früheren Videos habe ich zum Teil gesagt, wir hätten das ein oder andere erreicht, dabei war das quasi nur der Counter, dass wir in die Richtung kommen, dieses Achievement zu erreichen. Also Entschuldigung für diesen kleinen Fehler an verschiedenen Stellen. So, jetzt sieht es so aus, als wären wir durchgekommen und fast beim nächsten Safehouse in... Heilige Scheiße, in Newtown. Newport, Newville, Newtown. Und das dürfte es sein, das Safehouse kurz vor Newtown. Die vermutlich perfekte Stelle. Wir könnten schlafen, wir lassen es mal bleiben. Munition, Nahkampfwaffen, brauchen wir nichts davon. Die vermutlich perfekte Stelle, um dieses Video an dieser Stelle zu beenden. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht bei The Last Stand, Union City. Bis dann.